Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Fronius Webinar. Wir haben heute ein sehr interessantes Topic und zwar Fronius Lösungen bei Teilverschattung von PV-Modulen. Ich darf ganz kurz, bevor wir in die Agenda losstarten und generell mit diesem Thema anfangen, das Team für heute vorstellen. Wir haben Leo, meinen Kollegen aus dem Produktmarketing, der sich heute um die Fragen kümmert. Das heißt, er ist im Chat mit dabei. Und meine Wenigkeit bin der Christoph Schierlinger aus dem Trainingsteam und werde Sie heute durch dieses Webinar führen. Ja, bei Fragen vorab nehmen Sie gerne die Funktion der Chat-Funktion und schicken Sie Ihre Fragen direkt durch. Wir versuchen dann, diese Fragen direkt zu beantworten in schriftlicher oder verbaler Form und werden uns natürlich auch am Ende des Webinars kurz Zeit nehmen, Ihre Fragen durchzugehen. Ja, starten wir gleich direkt los und fangen wir vielleicht bei den Basics ganz kurz an. Was könnten denn überhaupt Ursachen von Verschattung sein? Wie in diesem Bild hier zum Beispiel mit dem Laserpointer, ganz ein einfaches Beispiel, Dachaufbauten. Eine Gaupe zum Beispiel, das könnte schon Ursache genug sein, damit in der Früh eine Teilverschattung auf ein paar der Module stattfindet. Das Ganze kann aber auch noch simpler vonstatten gehen mit Schnee, Schmutz, einem Schornstein, Bäumen, Kabeln, die über das Dach geführt werden oder das benachbarte Gebäude. Ja, und die große Frage, die sich im Zuge mit Verschattung immer stellt, ist, wie wirkt sich Verschattung denn auf den Ertrag aus? Und ja, das muss man ganz zu Beginn sagen, natürlich wirkt es sich auf den Ertrag aus. Wir haben ein paar Einbuße, aber wie wir nachher gleich sehen werden, die sind wirklich auf ein Minimum reduzierbar. Und zwar durch Punkt 1, intelligentes Systemdesign, durch gute Planung kann ich schon viel reduzieren und verhindern und durch effizientes Verschattungsmanagement. Da werden wir im Nachhinein gleich ein paar Systeme und Lösungen von Fronius durchgehen. Ja, und man stolpert beim Thema Verschattung auch immer wieder über ein paar Mythen. Zum Beispiel gibt es den großen Mythos, ein verschattetes Modul begrenzt die Leistung aller anderen Module im selben Strang. Ist das wirklich so? Die Antwort darauf ist, eigentlich ist das falsch, denn es gibt einen sehr weit verbreiteten, schon standardisierten Lösungsansatz, der hier in allen Modulen mit verbaut ist, der nennt sich Bypass-Dioden. Das ist, wie gesagt, ein Standard, der mit drinnen sitzt, ist ein passives Bauteil, der, wenn Verschattung auftritt, aktiviert wird und diesen verschatteten Zellstrang einfach bypasst. Aktiv wird er eigentlich sogar vom Wechselrichter angesteuert. Das werden wir in den nächsten Folien noch näher erläutern. Aber ganz kurz zu den Basics noch. Typischerweise haben wir drei Dioden pro Modul verbaut, eine je Zellstrang. Also sprechen wir von einem Standardmodul mit 60 Zellen, haben wir 20 Zellen je Zellstrang und jeder dieser 20 Zellstränge ist mit einer Diode gesichert. Und ja, die Bypass-Diode verhindern eine hohe Sperrspannung und somit wird der Strom praktisch eigentlich übersprungen. Der überspringt diesen verschatteten Teilstrang. Und der große Vorteil dabei ist, wir haben weniger Verluste und verhindern auch Hotspots, was natürlich auch zu Schäden führen könnte an den Bauteilen. Also keine Leistungsbegrenzung der anderen Module im gleichen Strang. Ja, schauen wir uns das Verhalten mal genauer an bei so einem Standardmodul. Wir haben Verschattung, der Wechselrichter reduziert aktiv die Spannung des gesamten Systems, um die Diode leitend zu machen. Mehr dazu gleich in einer Sekunde. Und dann passieren die folgenden Dinge. Der Strom wird gebypasst. Das sehen wir hier. Die Bypass-Diode ist durch diese Spannungsreduktion leitend geworden. Der Strom überspringt diesen einen verschatteten Zellstrang. Da sehen wir hier unten ein Blattsymbol drauf. Das wäre unser Verschattungsszenario. Und wir haben sozusagen nur ein Drittel Leistungsverlust dieses einen Moduls. Was würde passieren, wenn wir keine Bypass-Diode drinnen haben? Diese eine verschattete Zelle würde den Strom vorgeben, der durch das gesamte Modul und auch durch den gesamten Strang fließen würde. Und zwar, weil wir wissen, in einer Serienverschaltung
ist der Strom gleichbleibend. Und da ist das schwächste Glied praktisch maßgebend dafür verantwortlich, hier diesen Strom vorzugeben. Ja, also Strom wird gebypasst. Der erste Zellstrang hat einen leichten Spannungsabfall von ungefähr 0,6 Volt. Und insgesamt habe ich dann am Modul 19,4 Volt. Nochmal zur Visualisierung hier. Wir haben drei Zellstränge mit jeweils 10 Volt, also 10 plus 10 ergibt 20. Und dann einmal einen Abfall von 0,6 Volt würde uns auf diese 19,4 bringen. Und der Vorteil dabei ist, dass der volle Strom durchfließen kann und alle weiteren Module keine Limitierung erfahren. Also keine Leistungsbegrenzung der anderen Module, wie bereits erwähnt. Es gibt aber auch noch bessere Verhalten mittlerweile. Es gibt einen Standard, der sich immer weiter abzeichnet, und zwar Halbzellenmodule. Mit Halbzellenmodule habe ich einfach Vollzellen halbiert und einmal auf der Ober- und Unterseite eines Moduls, wenn man es hochkant hinstellt, abgebildet, wobei die jeweils obere und untere Seite durch eine Bypassdiode geschützt ist. Und würde ich jetzt so eine grobe Verschattung wie hier dargestellt haben, wo durch herunterrutschenden Schnee beispielsweise die gesamte untere Hälfte ohne Einstrahlung wäre, würde ich dennoch die ganze obere Hälfte bedienen können. Das würde heißen, dass 5 Ampere von einem 10 Ampere Modul hier immer noch durchfließen könnten. Die Spannung wird nicht reduziert, die kann hier durchaus mit 10, 10 und 10 Volt durchfließen. Und ich hätte eine Ausgangsleistung von 150 Watt bei einem 300 Watt Modul. Wäre genau die Hälfte, die ich immer noch nutzen könnte, weil die Bypassdiode hier nicht leitend wird und ich die Hälfte der Einstrahlung, also 5 Ampere, immer noch nutzen kann. Würde ich ein Standardmodul mit dieser Verschattung belegen, hätte ich 0 Watt Ausgangsleistung, weil die Bypassdiode leitend werden würde und hier das komplette Modul ausklinken würde. Schauen wir uns das Ganze aber mal in einem Strang an. Das war jetzt ja nur auf Modulebene, aber was würde jetzt passieren, wenn ich hier einen kompletten Strang habe und ein Modul würde bei einem dieser Zellstränge eine Verschattung aufweisen? Nehmen wir an, das sind 20 Module mit je 30 Volt und 10 Ampere, dann wären das die 6 kW, die wir hier als Peakleistung haben. Wie gesagt, der Wechselrichter würde die Spannung reduzieren, wenn hier eine Verschattung anliegen würde, und zwar von 600 Volt runter auf 589,4 Volt. Durch diese Reduktion wird die Bypassdiode leitend oder aktiv, nennen wir es aktiv. Wir haben einen leichten Spannungsabfall von den 0,6 Volt und der Vorteil ist dabei, wie gesagt, der Strom wird hier einfach gebypasst. Wir verlieren nur ein Drittel des ersten Moduls und alle weiteren Module können mit voller Leistung weiterhin produzieren. Und raus kommt dann eine Leistung von 589,4 Volt mal den 10 Ampere. Würde ich kein intelligentes MPP-Tracking machen, der mir hier die Spannung runterregelt, um die Diode aktiv zu schalten, hätte ich 600 Volt anliegen, keiner würde runtertracken, die Bypassdiode würde nicht leitend werden und dieser eine Zellstrang, der verschattet ist, würde maßgebend sein für den gesamten restlichen Strang. Und dann könnte ich 600 Volt mal 3 Ampere rechnen und würde auf eine Ausgangsleistung von 1,8 kW kommen, anstatt den 5,8 kW. Also wir sehen schon, allein durch eine bei Fronius standardmäßig verbaute intelligente MPP-Tracking-Algorithmus habe ich hier einen deutlichen Mehrertrag. Gut, schauen wir uns das ganze System mal mit Halbzellenmodulen an. Wie würde es aussehen, wenn ich jetzt 20 Halbzellenmodule verschatte? Und nehmen wir mal ein starkes Verschattungsverhältnis, wie im vorigen Beispiel angesprochen, den herunterrutschenden Schnee. Nehmen wir an, alle 20 Module sind unten belegt. Dann hätte ich, wie bereits erwähnt, diese 5 Ampere, die immer noch durch den gesamten Zellstrang fließen können. Und ich würde 3 kW bei einer 6 kW Peakleistung haben. Wenn ich das Ganze mit Standardmodulen so beschatten würde,
Sie können sich die Antwort schon denken, würde ich 0 Watt Ausgangsleistung haben. Aber das ist mal ein grober grobes Verschattungsbeispiel. Was würde denn passieren, wenn ich nur das erste Modul oder ein Modul mit der unteren Hälfte beschatten würde? Ja, der Wechselrichter würde wieder runter reduzieren, die Spannung würde wieder auf 568,2 Volt runter tracken, um die drei Bypass-Dioden aktiv zu schalten, habe einen leichten Spannungsabfall dadurch. Aber der große Vorteil wieder, ich kann die vollen 10 Ampere durchleiten und komme dann auf eine Ausgangsleistung von 5,682 kW. Und auch hier wieder die Info, würde ich kein intelligentes Tracking haben, würde der Wechselrichter die Spannung nicht reduzieren, die Bypassdioden würden nicht aktiv werden und diese 5 Ampere von der oberen Hälfte des einen Moduls, des verschatteten, würden maßgebend sein für den ganzen restlichen Strang. Und ich würde wieder auf 3 kW Ausgangsleistung kommen. Also ganz wichtig, es hängt nicht nur von den standardintegrierten Bypassdioden ab, sondern auch von einem intelligenten Algorithmus, der mir das Ganze ansteuert. Das eine ist ohne dem anderen nicht viel wert. Ja, und jetzt kommen wir genau zu diesem Thema. Das eine war die Bypassdiode, das andere ist eben dieses Maximum Powerpoint Tracking. Da gibt es von vielen verschiedenen Herstellern Lösungen dafür und das ist nichts anderes wie eine Steuerungsstrategie, die mir die verfügbare Leistung der PV-Module optimiert. Wir haben hier eine Leistungskurve, Leistungsspannungskurve und man sieht ganz schön, dass es bei einer bestimmten Spannung einen Maximum Powerpoint gibt. Und dieses Powerpoint Tracking heißt nichts anderes, als in regelmäßigen Abständen die Spannung reduziert wird und dann wird geschaut oder erhöht wird und dann wird geschaut, wird bei dieser Reduktion oder bei dieser Erhöhung eine höhere Ausgangsleistung erzielt. Wenn ja, dann wird in diese Richtung weiter reduziert oder erhöht. Und das Ganze gibt es auch von Seiten Fronius, wie bereits erwähnt, das heißt Fronius Dynamic Peak Manager. Und es macht nichts anderes, als diese MPP-Kurve zu tracken. Und zwar in 10 Minuten Rhythmen. Ich erkläre nochmal ganz kurz die Kurve hier links. Wir haben hier in Blau den unverschatteten Zustand, wo wir bei einem Spannungswert den maximalen Ausgangswert erhalten, den Global Maximum Powerpoint. Die rote und die schwarze Kennlinie wären bei verschattetem Zustand und dann sieht man auch schon, dass es zwei Höker oder sogar mehr Höker gibt und einen Local und einen Global Maximum Powerpoint gibt. Und würde ich keinen Verschattungsalgorithmus haben, würde mir ein Wechselrichter hier auf den LMPP runterfallen und hier stecken bleiben. Er würde nicht die ganze Kennlinie tracken und hier einfach fahren und nicht checken, dass ein anderer Global Maximum Powerpoint existieren würde, vielleicht bei einem viel niedrigeren Spannungswert, aber mit einem viel höheren Ausgangswert. Ja, wie bereits erwähnt, das gibt es bei Fronius Standard mit an Bord. Der trackt das Ganze auf Strangebene und das Coole dabei ist, ich brauche keine weiteren Komponenten wie Moduloptimierer auf Modulebene. Ein kurzes Beispiel haben wir hierzu noch aufgelistet, wie sich das Ganze oder wie sich der DPM, der Dynamic Peak Manager, hier auswirkt. Wir haben hier ein System oder den Tagesverlauf eines Systems mit Verschattung von 8.45 Uhr bis 10 Uhr morgens. Und man sieht ganz schön, dass sich hier ein Keil rausschlagt durch diesen verschatteten Zustand. Und das wäre jetzt ein System ohne Algorithmus. Bypassdioden werden nicht leitend geschalten. Wir verlieren aktiv bis um 10 Uhr, bis dieser verschattete Zustand aufhört. Und allein durch einen Dynamic Peak Manager würden wir diese grüne Fläche mit dazu gewinnen. Das sind 7% mehr Ertrag über ein ganzes Jahr auf dieses System gerechnet. Und nur durch die Aktivierung eines kostenfreien Tools, das mit an Bord ist. Und wir brauchen keine zusätzlichen Komponenten dabei. Ja, eine weitere Frage oder ein Mythos, könnte man auch sagen, rankt sich um die DC-Optimierer. Sind DC-Power-Optimizer wirklich eine Lösung in solchen verschatteten Zuständen?
Also aktiv, wenn wir von DC-Optimierern sprechen, geht es hier um Komponenten, die aktiv das MPP-Tracking auf Modulebene versuchen. Das heißt nicht auf Strangebene, sondern wirklich auf Modulebene hier Spannungswerte anzupassen. Das kann in gewissen Verschattungsszenarien vielleicht einen Sinn haben, aber bitte beachten Sie, dass bei diversen Verschattungsszenarien auch ein DC-Optimierer nur die Bypassdiode aktiviert. Das hat keine andere Auswirkung wie zum Beispiel ein Wechselrichter mit diesem Algorithmus in manchen Verschattungszuständen. Punkt 2. Ich habe Standby-Verluste, wenn keine Verschattung auftritt. Das Ganze wirkt wie ein Verbraucher dann. Der dritte Punkt rankt sich um die DC-Steckverbinder. Ich habe, wenn ich DC-Optimierer einsetze, die dreifache Menge an DC-Steckverbindern, was im Übrigen die Hauptursache für Brände, für PV-Brände ist. Und das ist da auch nicht Ziel und Zweck dieser ganzen Sache. Und meistens werden dann vielleicht auch noch DC-Steckverbinder verschiedener Hersteller verwendet. Genau, denn genau, vielleicht ist das auch nicht bekannt, aber DC-Optimierer werden meist auf die Rückseite, auf die Unterseite von Modulen einfach montiert. Und hier über MC4-Stecker einfach weiter verkabeln und durchverkabelt. Und last but not least haben wir Wirkungsgradverluste durch Spannungserhöhung und durch Spannungsreduzierung. Also nochmal zusammengefasst, in manchen Verschattungsszenarien werden nur die Bypassdiode aktiviert, das sonst keinen weiteren Vorteil bietet, wie ein normaler Wechselrichter. Wir haben Standby-Verluste, wenn keine Verschattung auftritt. Wir haben die dreifache Menge an MC4-Steckverbindern. Und wir haben Wirkungsgradverluste. Und zu dem letzten Punkt möchte ich noch eine weitere Folie kurz zeigen zu den Wirkungsgradverlusten. Ist nicht selbsterklärend, muss man dazu sagen. Aber DC-Optimierer werben mit wirklich hohen Datenblatteffizienzwerten. Die sind aber meistens wirklich nur bei wirklich Top-Auslegungen zu finden. Da reden wir von Werten mit 99,5% oder 98,5% gewichtet. Das sind wirklich Spitzenwerte, die aber nur dann stattfinden, wenn wir das richtige Verhältnis von Strangspannung zur nominalen Eingangsspannung des Wechselrichters haben. Das heißt, eine 1 zu 1 Umwandlungsverhältnis zwischen diesen zwei Spannungswerten. Denn man muss wissen, dass der Wechselrichter immer auf diese nominale Eingangsspannung runtertrackt oder hochtrackt, um eben die richtige AC-Ausgangsspannung erzeugen zu können. Und habe ich jetzt einen zu langen Strang und alles ausgerüstet mit DC-Optimierern, muss hier heruntergetrackt werden auf diesen nominalen Eingangsspannungswert. Und dann, wenn wir auf diese Liste schauen, fahren wir hier weit, weit herunter von diesen 99,5% Effizienzwerten auf unter 97%. Oder auch wenn der Strang zu kurz ist, haben wir hier Werte von 97,5%. Also alles in allem ist das wirklich abhängig von diesem Verhältnis der zwei Spannungswerte. Und es kommt immer darauf an, ob ich sehr lange oder sehr kurze Stränge habe. Wenn das der Fall ist, habe ich ganz andere Wirkungsgradverluste wie im Vorhinein angepriesen. Genau. So, jetzt aber mal genug von den DC-Optimierern. Ich möchte zum Abschluss dieses Webinars noch ganz kurz auf ein paar Simulationen eingehen, die wir in PVSOL erstellt haben, um ein bisschen zu symbolisieren, wie denn verschiedene Verschattungsszenarien sich auswirken, wenn wir Standardmodule oder vielleicht auch Halbzehnmodule mit Algorithmen versehen. Wir haben für diese Simulation den Standort in Brandenburg in Deutschland gewählt. 30 Halbzehnmodule von Trina Solar mit 395 Watt Leistung, alles südausgerichtet und der Wechselrichter ist ein Symo Gen24 Plus mit 10 kW Ausgangsleistung. Und wir haben dabei zwei Stränge mit je 10 Modulen auf den ersten MPP-Tracker geschaltet und einen Strang mit 10 auf den zweiten MPP. Und dann wurden, wie gesagt, verschiedene Verschaltungsszenarien durchprobiert. Ich möchte euch heute zwei vorstellen, und zwar einmal den Schornstein und einmal einen Baum. Und dabei sind folgende Ergebnisse herausgekommen. Es gibt verschiedene Arten der Verluste, die aufgrund dieser Verschattung auftreten. Das erste sind modulspezifische Teilverschattungen. Und das ist ganz leicht erklärbar durch weniger Sonnenlicht, das auf ein spezifisches
Modul trifft, aufgrund der Verschattung. Also ich habe weniger Einstrahlung und deshalb auch weniger Ertrag auf diesem Modul. Ganz, ganz einfach erklärt und durch nichts ersetzbar. Es gibt keinen Optimierer, keinen Wechselrichter, der das wieder ersetzen könnte, was wir durch zu wenig Einstrahlung hier rausbekommen. Okay, diese modulspezifischen Teilverschattungsverluste, die belaufen sich bei diesem System auf 26,07 Kilowattstunden auf ein Jahr gerechnet. Hier sieht man es nochmal, der Schornstein wirft eben vor allem auf diese zwei oberen Module eine Verschattung, die sich dann mit 26,07 Kilowattstunden auswirkt. Das sind die ersten Verluste. Die zweite Art von Verluste sind Mismatching-Verluste. Und die treten aufgrund der Konfiguration auf. Weil wir Module in Serie verschalten und wir haben in den vorigen Folien schon gehört, dass das unter anderem zu Problemen führen kann. Aber diese sind beeinflussbar. Und zwar durch Bypass-Dioden, durch Halbzeitmodul-Technologie und durch Algorithmen wie den Fronius Dynamic Peak Manager. Und aufgrund all dieser Lösungen haben wir hier Verluste von 8,7 Kilowattstunden auf ein Jahr gerechnet. Das sind 0,06% des Jahresertrags. Und insgesamt habe ich mit beiden Verlustarten zusammengerechnet dann 0,24% Verluste bei einem Gesamtsystem auf ein Jahr gerechnet. Und das, würde ich jetzt meinen, ist eine vernachlässigbare Summe. 0,24% aufgrund der Schornsteinverschattung. Das zweite Ergebnis mit dem Baum sieht etwas anders aus oder zumindest ähnlich. Wir haben natürlich ein größeres Verschattungsbild und haben auch hier natürlich wieder modulspezifische Teilverschattungsverluste und Mismatching-Verluste. Und bei diesen Werten kommen wir dann auf 1,01% des Gesamtertrages, Gesamtverluste pro Jahr. Und auch das, würde ich meinen, ist wieder vernachlässigbar, wenn man bedenkt, dass hier ein Baum wirklich eine gröbere Teilverschattung auf das Modulfeld wirft. Das sind jetzt mal die zwei Verschattungsszenarien, die ich hier in dem Webinar mit eingebaut habe. Sie können aber sehr gerne über diesen QR-Code, den Sie auf dem Bild sehen, unser White Paper scannen. Das führt Sie direkt zu unserer Homepage. Und hier sind alle weiteren Verschattungsszenarien und noch vieles mehr, was wir heute in diesem Webinar kurz angeschnitten haben, genauer erklärt und länger erklärt. Ja, und damit sind wir bereits am Ende unseres Webinars angelangt. Ich möchte kurz, wie angesprochen schon, auf die White Paper verweisen. Bitte einfach gern den QR-Code scannen oder auf unserer Homepage danach suchen. Das Webinar, hier bekommen Sie die Aufzeichnung natürlich zugesandt in den nächsten Tagen. Und auch in den nächsten Wochen finden Sie dieses Webinar sicher schon auch auf YouTube. Da können Sie sich das Recording auch gerne nochmal ansehen und weiterleiten bei Bedarf. Gut, das bringt mich zum letzten Punkt, und zwar werde ich jetzt ganz kurz das Fragenfenster öffnen und schauen, welche Fragen hereingekommen sind. So. Okay, hier haben wir eine Frage bei den Halbzellenmodulen, und zwar, dass hier bei dieser Verschattung ja eigentlich nur 5 Volt anliegen sollte und nicht 10 Volt. Tatsächlich habe ich durch diese Halbierung der Zellen trotzdem noch auf unterer und oberer Ebene die 10 Volt pro Zellstrang und nicht diese 5 Volt. Das ist tatsächlich so, dass ich wirklich auf beiden Modulheften hier dann mit der vollen Spannung rechnen kann, aber einfach der Strom reduziert wird. Aber wie wir auch gesehen haben, habe ich das Ganze in einem Strang verschaltet, trackt der Wechselrichter runter, ich reduziere die Spannung aktiv, habe also nicht mehr 10 Volt pro diesem verschalteten Zellstrang, aber dafür kann ich mit den vollen 10 Ampere rechnen. Also es ist eben ein Abgleichen dieser zwei Werte, wodurch ich dann auf den maximalen Ausgangsleistungswert komme. Hier haben wir eine weitere Frage, alle 10 Minuten, okay, aber wie lange dauert die Abfrage der Kurve dann? Das geschieht in wenigen,
ob sogar in unter einer Sekunde geschieht. Also wir haben das wirklich auch durchgerechnet und wir kommen hier auf Verluste von 0,0 Prozentwerte, was wir hier an Verluste haben, über ein ganzes Jahr gesehen, durch diese Abfrage des Dynamic Peak Managers. Also es geschieht in Windeseile, wie man so schön sagt, alle 10 Minuten, dass diese Kurve abgegrast wird und gecheckt wird, wo denn ein Global Maximum PowerPoint ist. Und insgesamt kommt raus, dass 0,0, ich weiß nicht mehr, wie viele Nullen das es waren, aber wirklich weniger als ein Promille an Verlusten hier raus. Was haben wir noch? So, in welchen Szenarien bringen die Optimierer nichts oder extrem wenig? Gute Frage und auch richtig formuliert, denn ich möchte sie ja nicht, auch nicht komplett schlecht reden. Es hat durchaus eine Berechtigung, wenn ich extreme Verschattungsszenarien habe oder wirklich über den ganzen Tag wirft ein Gebäude einen kompletten Schatten drüber. Dann muss ich mir vielleicht generell die Frage stellen, ob denn hier ein PV-System wirklich Sinn macht. Das ist die erste Frage. Aber ja, wo macht denn jetzt ein Optimierer nicht Sinn oder extrem wenig Sinn? Bei allen anderen Szenarien, wo ich wirklich nur eine Teilverschattung habe oder gar keine Verschattung habe, genau da macht ein Optimierer gar keinen Sinn. Da würde ich eher raten, Standardmodule oder Halbzellenmodule mit einem Standardwechselrichter zu verwenden. Dann komme ich hier wirklich auf Verluste, wie wir vorher gesehen haben, von 0,0 oder 0,1% auf ein Jahr gesehen. Also sehr, sehr wenig Verluste. Gut. Ah, eine weitere sehr wichtige Frage. In welchen Fronius-Modellen ist denn das denn dynamische MPP-Tracking verbaut? In allen Wechselrichtern. Also Snap-Inverter, Tauro, Gen24, alle Primo Symo-Geräte haben dieses Dynamic Peak Management mit drinnen. Es ist auch standardmäßig aktiviert. Ich kann es deaktivieren, wenn ich irgendwas testen möchte, beispielsweise, aber es ist von Standard, von Werk aus immer aktiv. Gut, dann hoffe ich, soweit alle Fragen beantwortet zu haben. Wenn noch Fragen auftauchen, bitte jederzeit einfach reinschicken. Wir bleiben natürlich noch ein bisschen dran. Wir werden uns einfach hier mal die Kamera abdrehen und den Ton abdrehen, aber weiter für Sie schriftlich da sein. Und ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, fürs Zusehen heute. Hoffe, wie gesagt, es hat Spaß gemacht oder es war etwas Interessantes dabei. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Webinar. Bis auf bald.